Am besten sollte niemand Amanda Bynes auf die Nerven gehen, denn dann lässt sie ihrer Wut auf Twitter Luft. Sie hat bereits mehrere Stars beleidigt. Unter ihnen sind Drake, Miley Cyrus und Rihanna. Aber nun ist sie offenbar einen Schritt zu weit gegangen. In ihrem letzten Tweet hat sie Barack Obama und seine Frau Michelle als hässlich bezeichnet. Aber warum ausgerechnet die Obamas? Im vergangenen Jahr bat sie auf Twitter den Präsidenten, dass er den Polizisten feuern soll, der sie aufgrund von Alkohol am Steuer festgenommen hatte. Sie hatte angegeben, dass sie gar nicht trinkt. Und nachdem er sich nicht darauf eingelassen hat, ist sie persönlich geworden. Sie wurde nicht nur wegen Alkohol am Steuer belangt, es ging auch um Fahrerfluch. Und ihre Probleme hören einfach nicht auf. Erst vor einigen Wochen war die Polizei in ihrer Wohnung, da es Beschwerden über sie gab, dass sie sich seltsam benehmen würde. Sie wurde vorläufig festgenommen und musste psychologisch untersucht werden. Sie macht komische Bemerkungen und schreibt auf Twitter, dass sie mehr Schönheitsoperationen machen will. Es scheint so, als ob sie ein neues Level erreicht hat. Und Barack Obama wird sicherlich niemandem helfen, der ihn beleidigt hat. Hoffentlich beruhigt sich Amanda wieder.